Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Ja, letzte Folge haben wir so ein fettes Gebiet, also platt gemacht. Also mit ein bisschen Hilfe natürlich. Ja, und jetzt würde ich sagen, also wir müssen jetzt ganz da hinten hin. Und genau, hier ist, was ist das? Verdorbene Zone Stufe 20. Haben wir die Stufe 20 auch schon? Hier oben gibt es noch ein fettes Gebiet. Und hier gibt es auch ein großes Gebiet. An sich ist das echt lustig, weil das sieht nicht so groß aus, ehrlich gesagt. Das sieht gar nicht so groß aus. Aber wenn es so zugestopft ist wie das hier, dann ist es auch schon sehr, sehr groß. Neue Quest. Oh, da ist eine neue Quest. Die neue Quest geht wahrscheinlich nach oben. Dann würde ich mal. Oder wollen wir. Ja, komm. Weil, ja. Wir wollen mal die. Die Hauptquest weiterführen. Haben wir zwar die letzten paar Folgen auch gemacht. Aber wir sind noch im Anfangsgebiet. Also. Naja. Gut. Stimmt, hier waren ja die Säbelzahntiger, oder? Die waren hier mal. Nützlich sein, aber ganz schön bitter. Ja, Hauptsache du stirbst nicht dran, ne? So, einfach mal querfeld eingehen. Das, wisst ihr was? sorry, fiel mir gerade so spontan auf, weil wir wieder querfeld eingehen. Und dann mit Natur und Insekten und Tiere und bla. Und mir ist gerade gekommen bei Death Stranding. Es ist doch so, dass der. Schwarzer Rauch, rote Lumpen. Mehr Banditen wie die in Teufelsdurst. Es ist doch, dass der Regen. Kommt. Also. Tödlich ist? Alter. Also beziehungsweise man stirbt an, also man altert sehr. Und genau, also man hat ja im Trailer gesehen, so ja, der beim Regen kam dann so ein Vogelschwarm und die Raben sind gestorben und so. Was mich da interessiert ist, Wie kann die Natur da überleben? Weil die Natur braucht die Insekten extrem und ja, ohne die existieren die nicht so ungefähr. Oder kann Geräusche. Wurde das Kaja vor angegriffen? Ein Verderber. Ja.
Warte, ich muss mal. Weg, Mädchen! Die Maschinen sind gefährlich! Ach so. Ich treffe auf die dann nicht. Die Sonne hatte wohl kaum was damit zu tun. Oh Mann, das... Wenn man Shift gedrückt hält... Mädchen, komm her! Dann kann man so... Also einmal drücken ist so... switchen zwischen Rennen und gehen. Aber Mädchen, komm näher! Im Kampf ist es so unpraktisch, ganz ehrlich. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. So. So. Öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los. Öffnet das Tor. Und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen. Nach Meridian. Öffnet das Tor. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, ich habe halt ziemlich ziemlich gute Sachen, warte mal. Wo konnte ich das nochmal machen? Bei Herstellen. Warte, hier, Waffen modifizieren, ja doch. Ach stimmt, ich kann die ja nicht wegtun. Ach, ist das ärgerlich. Naja, okay. Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken, für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Sehr freundlicher Typ. Habt ihr einen Händler hier? Das ist meine Meinung. Mehr gibt es nicht im Banuk-Land. Du sprachst von Schwierigkeiten in den Banuk-Ländern. War ich so laut? Meine Ohren leiden wohl langsam durch all die Langbeinkämpfe. Aber es ist wahr. Ich war gerade im Schnitt.
Auf der Suche nach besseren Teilen und mehr Scherben. Und du hast dort nichts gekriegt? Nicht, wenn die Banuk ständig über neue Maschinen und sprechende Geister jammern. Da kauft keiner was. Eine Handelsroute ohne Handel ist nur eine Route. Richtig. Handelsroute? Bleiben die Banuk nicht unter sich? Wir Osram und die Banuk sind immerhin Nachbarn. Ein paar Gebirgspässe ändern das nicht. Ich habe ein paar Bekannte dort draußen, die sich immer noch durch das Eis graben, aber es läuft nicht gerade gut. Der ganze Aberglauben und die Maschinen machen es nicht besser. Es gibt neue Maschinen und Geister? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Bei der Menge an Banuk-Beerdigung sollte man sich eher davon fernhalten. Das liegt mir nicht so. Ah, wenn du in mein Alter kommst, dann räumst du auch lieber im Sonnenreich hinter Jägern auf. Ist wärmer dort. Das ist cool. Was genau ist der Schnitt? Als die Kaja im Krieg den Rand des Banuk-Landes verwüsteten, hinterließen sie den Schnitt. Also ein Schlachtfeld des Krieges. So wie das Tal vor dem Heiligen Land. Mhm. Ein Gebirgspass weit im Nordosten führt dich dorthin. Fremde können da hinein. Sehr zäh, so wie du. Erwarte bloß keine Begrüßung. Vor allem nicht jetzt. Neue Maschinen und Geister? Klingt spannend. Die Antwort habe ich erwartet. Aber ich habe dich gewarnt. Es gibt einen Pfad durch die nordöstlichen Berge. Er liegt hinter dem Grabhort. Leicht zu finden. Auf der anderen Seite ist sowas wie eine Stadt. Vielleicht entscheidest du dich dort noch um. Vielleicht. Vielleicht nicht. Danke für die Information. Ja, war cool. So viel Dreck habe ich noch nie gemacht. Okay. Lieber sauber, Alter. Hauptmann Balan, die Wache am Tor sagt, du warst vor kurzem in Meridian. Was erwartet mich auf der Reise? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Okay. Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lakir befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeug etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lakir sagt, man muss immer Meldung machen und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Der Hauptmann ist cool. Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Walid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte sag ja. Was war das, Soldat? Gar nichts, Sir. Und wie stehen die Dinge jetzt zwischen euch und den Nora? Sonnenkönig Awad will Frieden. Die Stammmütter auch, hörte ich. Doch alte Wunden heilen schlecht. Beide Stämme sind stolz. Ich sorge dafür, dass es zu keinen weiteren Provokationen kommt. Besonders jetzt nach... Tja. Während dein Volk sich vom schrecklichen Angriff erholt, meine ich. Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Handels- und Durchgangsstation, die einen sehr schlechten Ruf bei deinem Volk hat. In der Zeit des letzten Sonnenkönigs wurden viele Nora entführt, hier für den Transport nach Meridian versammelt und geopfert. Doch das ist lang vorbei. Ich soll für Sonnenkönig Awad sicherstellen, dass hier alle Kaja den Nora mit Respekt begegnen.
Wie ist es in Meridian? Es hat sich verändert. Die Stadt lebt. Nichts ist mehr so wie unter Sonnenkönig Jiran. Awad, der neue König hat dafür getan, was er konnte. Sklaverei wurde abgeschafft. Es gibt ein neues Bündnis mit den Oseram. Und der Sonnenring, wo so viele Fremde starben, ist jetzt ein Denkmal für die Opfer. Also, das klingt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Aber sowas soll es auch gehen. Du scheinst den neuen Sonnenkönig zu begrüßen. Er ist der Auserwählte der Sonne. Und was das Sonnenreich nach 10 Jahren Krieg braucht. Ein ruhiges Licht, kein loderndes. Bei König Jiran floss bei jeder Kränkung Blut. Bei König Awad nur im Notfall. Gut für die, die ihn kränken. Manche halten ihn daher für schwach. Nein, Frieden ist stärker, wie die Sonne zeigt. Das finde ich auch super interessant, dieses, also ja, du bist zu schwach zum Kämpfen, oder also so die nicht kämpfen wollen oder töten wollen, nennen viele schwach, aber das ist eigentlich eher das Gegenteil. So. Die Kaja sind mit den Oseram verbündet? Kaum zu glauben, aber wahr. Sonnenkönig Jiran brachte viel Leid über sie. Awad konnte sie auf seine Seite ziehen. Er hatte Hilfe, ja klar. Elsa und Erend halfen ihm. Oseram-Geschwister, legendär. Sie befreiten Meridian. Ich war dabei. Sicherte mit meinen Männern am Nordfels den Tempel der Sonne. Vertrieb Jirans Falken und Priester. Jetzt sieht man Oseram häufig in der Stadt. Und hört sie auch. Sie streiten wirklich viel. Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Awad hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, reisen auf eigene Gefahr. Ist ein Oseram namens Olin hier gewesen? 2 Mal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid natürlich. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar, aber nicht so dankbar wie Walid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Okay. Ja, hier. Ich habe ganz viel. Verkaufen. Warte, erstmal kaufen. Waffen. Kristallgeflecht. Warte, habe ich den nicht schon? Schattenjägerbogen. Nee, habe ich nicht. Dann immer her damit. Waffenbeutel ist voll. Du entschlossst dich. Ich wollte gerade schauen, ob man irgendwie die Modifikation behalten kann. Aber wahrscheinlich eher nicht. So. Gut, also Objektherstellung, das behalte ich. Hier Geschäft mit Händlern. Da Geschäft mit Händlern. Bitte. Ah,
Ja, genau dasselbe. Warte, Munitionsherstellung, Verkauf. Munitionsherstellung, das auch, das auch, das auch. Das auch, das auch. Objekte. Und wieder Herstellungstränke herstellen. Okay, Objektherstellung. Schnellreisen. Objektherstellung. Okay. Gut, dann Outfits, da kann ich. Okay, das kann ich nicht verkaufen. Schockschutz. Eisschutz. Verderbnis. 14, 11. Der ist geil. Der ist auch cool. Feuer und Feuer. Zwar Feuer, okay. Okay, hier brauche ich die ganzen Special-Sachen. Kristallgefecht, okay. Gut. Vielen Dank. Ich gehe mal kurz nochmal zum Haupttor und hol mir da das restliche Zeug, was nicht mehr da ist. Na schön. Dann schaue ich noch mal hoch. Die einen Job erledigt, den dir Karte an einem Tag besorgt. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu leben. Ist ja schön. Ich hatte ein Ei zum Frühstück, aber das ist mir nicht gut bekommen. Ich war unter dem alten König Wache. Danke sind jetzt vor. Ein Buch, die Störung der Maschine. Gescannte Glyphen, alter Schwede. Ich überflieg's mal kurz. Geschätzte Damen und Herren, bla bla, euer Bezeugnis über die anhaltende Störung der Maschine wurde zur Kenntnis genommen. Es ist zwar schon viele Jahrzehnte seit der ersten Sichtung zur erschreckenden Veränderung ins Land gegangen, doch der Sonnenkönig ist nicht bewacht. Sicher nicht mehr. Es muss sich und das andere, die euch gehören, lehnt sich das immer jetzt eure Region oder leeren Grundstück des gewöhnlichen Karcha-Volks. Ihr sollt wissen, dass der Sonnenkönig sämtliche Maßnahmen ergriffen hat, das heilige Meriden in dem Maislande bauen die da Mais an, durch neue Patrouillen zu schützen. Was den Anfliehen der Sonne angeht, glauben wir, dass die Ursache der Störung nicht allein dem Missfallen der Sonne zuzuschreiben ist, da die jahrelange Erfahrung unseres Sonnenkönigs keine erkennbare Wirkung auf die Maschinen gezeigt haben, seit seiner Erleuchtetheit. Die Sonnenpriester sind einige Briefen seiner Eier. Die Sonne uns aufgelegt hat, als und gerade normalerweise von Menschen und von uns greifen jetzt häufiger an, das wissen ja jetzt alles. Fremde haben zahlreiche fantastische Erklärungen für diese Verhalten, doch ein sowohl Katscha-Jäger als auch Osaram-Bastler auf diesen Fall meine Untersuchung gefallen, Maschinen zu erkunden. Sie scheinen sich nicht von der Maschine zu unterscheiden. Die Banuk
geben jedoch an, dass die Veränderungen Maschinen, Lila und Maschinengeister festgestellt haben. Sie sollten immer misstönender werden. Das Unkönig hat Gesandte nach Ban-Ur geschickt, um mehr zu erfahren, in der Hoffnung, dass die Mystik tatsächlich eine Wahrheit enthüllt, wenn das rationale Licht der Sonne darauf scheint. Natürlich begrüßt der Sonnenkönig dankbar eure Beiträge zur Erkenntnis der über die Störung. Er bittet nur darum, diese in schriftlicher Form und nicht bei einer königlichen Audienz zu überbringen. Seine erleuchtet dann bla bla. Gut. Also, die wissen. Achso. Ich dachte, da steht gerade niemand. Und ich habe irgendwie so einen Schatten oder so einen Geist gesehen. Oder bei meinem Fokus. Die Welt außerhalb des Heiligen Lands. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Wer die Frau ist, die aussieht wie ich. Warum sie mich töten wollen. Olins Spur führt nach Meridian. Wenn ich ihn kriege, wird er reden. Und für die Leben bezahlen, die er vernichtet hat. Also ich würde ganz spontan behaupten, dass die Frau, die so aussieht wie ich, meine Mutter ist. Also ein ganz verrücktes, ganz verrückt, aber ich glaube ja. Dich an die Regeln, dann bekommen wir keine Probleme. Okay. Alter, wie das aussieht. Der Vogel da, ne? Gegen den will ich nicht kämpfen, aber ich wette, ich muss es einmal mindestens. Alter, das sind jetzt zwei. Sehr schön. Gut, auf jeden Fall würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bye bye.